So, herzlich willkommen zurück in der bunten Wunderwelt von Lego. Wir haben uns ja dieses schicke Flugzeug hier geschnappt und werden mit dem jetzt mal noch einen kleinen Rundflug hier unternehmen. Und dann haben wir, glaube ich, auch ausreichend hier reingeschaut. Uah. Was das Spiel zu bieten hat. Schlucht. Mhm. Wald. Oh, jetzt hat sich die Musik hier überlagert. Vor lauter Schlucht und Wald. Das ist doch, das sind doch wieder so komische Strukturen. Oder sind das Hügel? Ist auch toll hier, das Flugzeug. Ne? Das kann in der Luft stehen. Finde ich mir auch schick. So, vielleicht finden wir noch irgendein putziges Tierchen oder so. Also jetzt nicht unbedingt ein Pferd. Das hatten wir jetzt ja schon zur Genüge. Und was mich ja sowieso mal interessiert ist, wie groß sind denn eigentlich diese Welten? Wir fliegen jetzt einfach mal hier in die sich aufbauenden Weltenteile. Ich mache mal ein bisschen langsamer, damit ich auch sehe, wo wir hier hinfliegen. Ach, das ist schon wieder dieses komische Lava-Ding da. Da fliegen wir jetzt einfach mal gewagt und gekonnt drüber hinweg. War ganz schön groß. Vielleicht muss ich ja auch die Sichtweiten anders einstellen, weil das ist hier irgendwie so ein bisschen Blindflug. Oder wir gehen mal ein bisschen tiefer, dann können wir auch weiter gucken. Das ist immer noch diese Lava-Welt. Hm. Ah, und hier fängt dann wieder so eine normale Welt an. Also bei Opa Zeron habe ich gesehen, dass es auch noch eine Wüste gibt als Biom. Aber es scheint mir so, als hätten wir die gängigsten so abgearbeitet. Hier können wir ja mal wieder aussteigen, dass sie immer über den Rotor springen muss. Das ist auch sehr mutig. Ja, das sind ja schöne Formationen hier. Das sieht schon schick aus. Also. Und sowas, sowas finde ich immer nett hier. So. Durchgangs... Oh, aua. Ja, und interessant finde ich jetzt auch, jetzt sind wir mal so ein bisschen weit geflogen und hier ist es jetzt aber verdächtig leer. Gut, bis auf den Elefanten und so, aber... Also in den anderen Gegenden war irgendwie wesentlich mehr los. Also hier ist es jetzt schon... richtig entvölkert. Ah doch, da steht wieder so ein komischer Grauer. Hallo. Ach, und wieder so ein Surfkrokodil. Ja, ja, ist ja gut. Und wir entern jetzt doch mal die Sumpfhütte. So man denn in die reinkommt. Ja, Berge rennt sie ja irgendwie senkrecht hoch. Ganz schön gelenkig. Ne? Ne, wir wollten runter, nicht hoch. Na also. Und was haben wir im Kistchen drin? Ist das ein Bogen? Aber dann stellen wir uns jetzt mal hier hin und gucken mal nach. Das ist bei hier. Genau, ein Bogen. Achso, die Laterne haben wir noch gar nicht ausprobiert. Okay, ist jetzt wenig überraschend, was die tut. Aber man muss sie am nächsten Mal gezeigt haben. So, den Bogen. Das war wieder so ein doofes Skelett, oder? Nee. Schießen wir denn mal hin. Ach, man kann hier alles Mögliche markieren? Oh. Falsche Taste gedrückt. Naja. Man markiert hier alles Mögliche und sie schießt irgendwo hin.
Sehr interessant. Und gelenkig ist er wirklich. Alter Falter. So, was wir jetzt aber zum Abschluss von der Serie noch machen könnten, wäre mal einen anderen Charakter holen. Wir haben ja schon ganz viele Leute entdeckt. Und da kaufen wir uns nochmal diese Höhlenbewohnerin. Kann die auch Sachen in die Hand nehmen? Ja, die Trollkeule wird auch gut passen. Ach nee, dann verliert sie leider die anderen Animationen, weil die sind ja bei dieser Höhlenbewohnerin auch sehr interessant, wenn sie steht. Ah, da kriege ich Rückenschmerzen irgendwie von. Das ist auch praktisch. Sie hat irgendwie zwei Stimmen. Aua. Also was Fallschaden anbetrifft, sind wir ja wohl ziemlich unkaputtbar, scheint mir so. Wer bist du? Uga. Uga? Eine Dino-Fährtenleserin. Da, da bin ich ja gerade richtig. Sowas ähnliches stellen wir ja gerade wohl dar. Oh, wer bist du denn? Hey, cool, ein Taucher. Komm, den holen wir uns jetzt aber noch, den Taucher. Müssten wir doch jetzt eigentlich auch hier haben, genau. Haha. Aber irgendwie, kannst du eigentlich tauchen? Ich hätte das Wasser wieder transparent stellen sollen, glaube ich. Komm doch mal raus da. Hallo? Ja, hier möchte die Kamera, glaube ich, nicht so wie ich will. Kommen Sie mal raus hier, der Herr. Okay, also hier haben wir uns jetzt, glaube ich, irgendwie etwas festgehängt oder so in der Art. Weil auftauchen oder so gibt es ja nicht. Wir sind hier ein Bodencharakter. Ja. Ich denke, das ist dann auch ein guter Zeitpunkt hier zum Aufhören. Wenn der arme Kerl jetzt hier unter Wasser hängt. Und ja, ich hoffe, die ersten Eindrücke von LEGO Worlds haben euch gefallen. Meine Meinung habe ich ja schon gesagt. Ja, ist ja gut. Und ja, bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut. Und vielleicht sehen wir uns hier nochmal wieder, wenn es ein neues Update gab.